So, Brause, lass mal den letzten Spieltag unserer Landesliga-Staffel tippen. Machen wir. Freitagabend, Wannsee-Thaluhe. Wannsee-Thaluhe. Mein Freund Kirbach. Peter Martens geht mit dem 0-3 nach Hause. Alles klar. Dann Sperber gegen Cordi. Sperber, Cordi tippe ich einfach mal auf ein 2-2. Cordi immer finde Überraschung gut. Ja, und bei Sperber heimstark. Sperber ziemlich heimstark, ja, genau. Aber holen 2-2. Ja, okay. Türkei gegen Rai steht. Da haben wir auch sehr gut gespielt, würde ich sagen. Da Türkei wirklich stark ist im Moment, gewinnen sie 2-1. Rai steht nicht gut drauf. Ja, denke ich. TuS Hamburg gegen Schwarzenweg. Schwarzenweg gewinnt. Hammel macht ein Tor und Paddy Steffens macht ausnahmsweise auch mal ein Tor, wenn er spielen sollte. Wenn er spielt, weiß er nicht, ob er verletzt ist. Ja, ne, ist ja schon, der ist verletzt. Okay. Wir spielen in Lohbrügge. Derby. Ja, Derby. Da holen wir was. Gegen Yogi Ole, ehemaliger Mitspieler. Tippe ich mal auf ein 2-1 für uns. Okay. Unsere Freunde aus Dassendorf spielen zu Hause gegen MSV Hamburg. Tippe ich mal, dass Dassendorf ganz klar gewinnt. Runder Saisonabschluss, gewinnt 4-1 gegen MSV. Und vielleicht spielt Fritsche ja wieder, der macht 2 Buden. Und das eine für MSV macht Voronov. Dima Voronov. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Dann spielt Sasel zu Hause gegen Ham United. Sasel, Ham United. United schwach, lange nicht gewonnen, auch gegen uns nicht. Die verlieren 3-0. Okay. Und dann das Topspiel. Erster gegen Zweiten. Wacker gegen Firma Schlande. Ja, ist wirklich ein Topspiel, obwohl für beide ja eigentlich klar ist, dass sie hochgehen. Würde ich einfach mal tippen, dass Vorwärts gewinnt. 2-0. Okay. Oder? Ja, ich weiß, ich glaube, dass Schöntrich sie zum Sieg schreit. Okay. Oh, könnte es auch haben. Aber ich tippe aber mal ein 2-0. Ja.